Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, und wir werden jetzt mit Jan sprechen. Jan haben wir gefunden. Hey, da haben wir aber ordentlich was zum Einsammeln hier überall. Dürfen wir das alles mitnehmen? Ja, wenn wir rüberlaufen können und es kommt mit, dann kommt es mit. Wir dürfen wohl. Guten Tag. Bist du Jan? Ja, Ulukai. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Danke. Dein Vater sagte, du könntest mir helfen, wieder in die Gänge zu kommen. In die was? Vergiss es. Ich könnte ein bisschen Training gebrauchen. Kannst du mir dabei helfen? Das kann ich, Ulukai. Wir führen hier 4 Prüfungen durch, um die anderen Wächter zu trainieren. Wenn du willst, kann ich sie mit dir machen. Gern. Dann hast du die Wahl zwischen unseren Prüfungen des Springens, Schwimmens, Zielens oder Heranschleichens. Zugriff auf Notepad erfolgt. Aha. Ja, wir fangen mal oben an und wollen erstmal das Zielen lernen. Wie funktioniert diese Prüfung des Zielens? Wir haben einige Gefäße aufgestellt, um die Schießkünste der neuen Wächter zu prüfen. Auch wenn mein Vater unklugerweise Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgt, müssen wir dennoch lernen, mit unseren Verteidigungswaffen umgehen zu können. Ich werde es dir zeigen. Oh, wie schön. Du solltest mir dann zeigen, wie ich die Waffe halftern kann, wie ich sie wieder wegstecken kann, wenn ich sie einmal ausgerüstet habe. Ah, ich sehe schon. Töpfe schießen. Tontauben. Das sind die neuen Tontauben dann. Ja, bitte? Ach so. Moment. Nein, wir sind noch hier. Info zielen? Hast du mal eine Sekunde? Worum geht es dabei? Hierbei musst du diese Gefäße zerbrechen. Sie könnten einige Gegenstände enthalten. Versuche, sie alle kaputt zu machen. Zugriff auf Notepad erfolgt. Okay, kaputt machen. Ich habe keine Waffe jetzt. Wie habe ich gerade die Waffe gezogen? 1? Ah ja. Du zielst gut. Du zielst gut. Und? Oh, beim dritten Mal habe ich nicht gut gezielt. Oh, tut mir leid. Moment. Das war doch noch nicht alles. Da gibt's Gegenstände, sagtest du. Wir gucken mal ganz fix. Hey. Yeah. Geld. Oh, Gold. Vielleicht gibt es Gold hier sogar. Mit Jetpack, liebe Welt da draußen. Okay, wir haben noch die Prüfung des Schwimmens, des Springens, des Anschleichens. Ja, die machen wir natürlich alle. Dafür sind wir ja hier gerade. Also springen wir. Lernen wir mal springen. Hast du mal eine Sekunde? Lass uns diese Prüfung des Springens probieren. Folge mir, Ulukai. Ich werde dich an einen Ort bringen, wo wir die Fähigkeit des Springens prüfen können. Mhm. Metall geortet. Was? Wo? Ach da. Moment. Ich darf erstmal einsammeln. Oh, wie schön. Immer mit der Ruhe. Warst du gerade wütend? Okay, dann mal raus mit den Infos zum Springen. Und was jetzt? Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Zugriff auf Notepad erfolgt. Da gibt's aber noch mehr Infos, oder? Und was jetzt? Auf der anderen Seite des Wassers kannst du Stufen sehen, die zum Gipfel der Felsen führen. Spring dort hinüber und hol dir deine Belohnung. Nur wer ein starkes Phantasma besitzt, schafft diesen Sprung. Zugriff auf Notepad erfolgt. Ja, auf der anderen Seite des Wassers, naja. Er meint ja jetzt nicht durchs Wasser, sonst hätten wir erst schwimmen lernen müssen. Wir gehen einfach... Ah, ja, okay, ich sehe schon. Zugriff auf Lexikon. Mal sehen, ob dieses Funkgerät funktioniert. Slate an alle. Kann mich jemand hören? Verdammt. Leute, schaltet eure Empfänger ein. Sei vorsichtig, wenn du herunterkommst, Ulukai. Ah! Oh. Das ist ja cool. Wir haben so eine Schwerkraft hier so mit dem Jetpack. Das klappt ganz gut. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt? Oh, wir sind hier gerade am Wasser. Vielleicht lernen wir erstmal schwimmen. Ansonsten hätte ich Anschleichen gewählt. Aber gut. Prüfung des Schwimmens. Erzähl mir von der Prüfung des Schwimmens.
Wir prüfen die Fähigkeit aller Wächter, in den Gewässern von Adelpha zu tauchen. Das ist nützlich, wenn wir Gegenstände oder uns selbst vor Kroax-Kriegern verstecken wollen. Folge mir und ich werde dir diese Prüfung erklären. Mhm. Nur zu. Naja, warum sollte da drinnen die Prüfung des Schwimmens abgehalten werden? Das ist ja kein Hallenbad. Oh, ja, okay, das sieht kalt aus. Erfrieren wir nicht? Ihn vorschwimmen. Ich habe eine Frage. Du willst, dass ich da drin schwimme? Da friere ich mir meine sonst was ab. Dieses Gewässer ist sehr kalt, aber es sind darin Gegenstände verborgen, die dir nützlich sein können. Schwimme zum Grund, um die Besten zu finden, aber achte darauf, dass du dein Phantasma schützt. Zugriff auf Notepad erfolgt. Ah. Zum Grund schwimmen? Stabile organische Energie geortet. Es ist kalt, oder? Ja, aber hallo. Wahrscheinlich schon. Ah, da, so viele Sachen. Haha, cool. Ja, wie lange können wir atmen? Ach, da sieht man's. Och, lange. Da, Muscheln. Können wir die auch mitnehmen? Oh yeah. Brennendes Material geortet. Oh, sollen wir hier ganz durch? Ja, wahrscheinlich schon. Hoffentlich wartet er auf der anderen Seite. Brennendes Material geortet. Aha. Brauchen wir überhaupt so viel? Wie viel können wir tragen? Ah, das werden wir schon rausfinden, wenn wir überladen sind. Haha, wir und überladen. Okay, ist kalt. Jetzt wieder zurück? Ja, es tut mir leid, wir dürfen nochmal zurück. Du bist die Kälte ja schon gewohnt, du warst ja schon mal drin. Ja komm, so kalt kann es ja nicht sein. Wir schwimmen ja ganz unten. Unten ist meistens wärmer, glaube ich. Die Fische schwimmen im Winter auch immer unten, glaube ich. Wir sind ein Fisch. Ah, wir schaffen das. Oh, wie schön, klares Wasser. Naja, es ist ja auch kalt, aber keine Fische hier. Die kommen noch. Ich glaube nicht, dass das später so einfach wird. Einfach durchschwimmen und einsammeln. Ah. Wir brauchen nur einmal Luft zu holen und dann können wir wieder tauchen. Da ist noch ein Metall. Metall geortet. Ja, wie immer, wir nehmen natürlich alles mit, was wir mitnehmen können. Da ist auch noch was. Ah, das ist wunderbar, dass das so angezeigt wird. Ich habe auch gehört, dass man Handel betreiben kann später. Und ja, die Welt ist ja gigantisch groß, also da werden wir noch viel erkunden und sehen. Jetzt aber raus hier. Wir haben genug. Okay, jetzt zeige uns die Heizung. Oh, er ist gar nicht mehr da. Der ist abgehauen. Ah, vielleicht müssen wir doch auf die andere Seite. Hat er nicht gesagt, wir müssen auf die andere Seite? Moment, das möchte ich noch einmal ausprobieren. Wenn wir hier am Rande des Wassers stehen, dann können wir nämlich auch genau. Yeah! Also, ich könnte das nicht. Der kann das. Können wir auch schneller? Ja, wir können ein bisschen schneller, meine ich zumindest. Ja, wir müssen ja nicht die ganze Zeit tauchen jetzt, aber irgendwie macht es Spaß. Ach so, wir sollten auftauchen und gucken, wo er ist. Jan, wo bist du? Hier vielleicht? Sauerstoffniveau niedrig. Und nein, hier ist er nicht, aber wir haben hier ein WC schon mal. Vielleicht können wir uns da drin ein wenig aufwärmen. Nein, ich glaube nicht. Na komm, wir laufen mal eine Runde.
Kann man jetzt hier auch reinspringen? Ja. Oh nein, 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 der Felsen. Oh, tut mir leid. Zack, die erste Beule. Wo ist der Arzt? Hier steht er auch nicht. Ich glaube, wir haben uns verschwommen. Das geht eigentlich gar nicht. Es geht nur vorwärts und zurück. Es gibt gar keinen groß. Verschwimmen kann man sich hier gar nicht. Aber weg ist er. Naja, gut. Wir werden ihn suchen. Was war das gerade? Wir konnten noch irgendwie einen anderen Move machen. Ah, wir werden es schon rausfinden. Okay. Wir können schwimmen. Tauchen können wir auch. Also wir haben es, glaube ich, jetzt gehen wir uns erstmal aufwärmen. Genau, hier ist Zögrin. Zögrin. Ausrüstung. Ah, Medizin. Sehr schön. Ein Medkit. Medikit. Na, hier müssen wir nicht unbedingt reden. Wobei mir da eins auffällt, liebe Welt da draußen. Schaut mal, wenn wir hier in die Nähe kommen. Nein, jetzt nicht. Aber gerade. Ach, der Vorführeffekt. Jetzt wollte ich es gerade zeigen. Denn er hat so einen Kreis neben seinem Namen. Und der war fast gefüllt. Und ich vermute mal, dass wir hier auch Jan, der ist auch halb gefüllt. Seht ihr das? Ach so, das ist seine, wie glücklich er ist. Okay, wir reden nochmal mit ihm. Da hatten wir nämlich noch die Prüfung des Anschleichens. Entschuldigung, Kumpel. Was ist die Prüfung des Heranschleichens? Oh, das ist unsere schwierigste Prüfung. Da mein Vater angeordnet hat, dass wir Kasars Lehren der Gewaltlosigkeit befolgen, müssen wir versuchen, uns an die Orte heranzuschleichen, zu denen wir gelangen wollen, ohne von den Kriegern bemerkt zu werden. Es geht doch nichts über ein kleines Anschleichmanöver. Spart Munition. Wenn du meinst, Ulukai, ich würde lieber kämpfen. Aber mein Vater verbietet es und deshalb üben wir Gegenstände zu holen, ohne gesehen zu werden. Folge mir und ich werde dir die Regeln erklären. Okay. Wir sind ein Eiszapfen so langsam. Gibt es trockene Ach so, das ist alles hochmodern hier. Das trocknet von selbst. Die haben uns ja, glaube ich, hier auch schon in dieses Ulukai-Kostüm gesteckt. Oder wo haben wir den Pulli jetzt her? Mit dem Zeichen? Man kann das mal... Kann man das zeigen mal? Na, hier stehen wir gerade ungünstig. Da, auf dem Pulli haben wir schon unser Zeichen des Ulukai. Also wurden wir hier wahrscheinlich schon angepasst an die Witterungen. Die Kleidung, die kann das. Ihr kennt ja, Zurück in die Zukunft 2, da hat sich die Kleidung ja auch von selbst trocknen können. Fand ich super. Ich warte immer noch drauf, dass es so eine Kleidung gibt. Aber es gibt, glaube ich, schon Kleidung, Jacken und so mit Heizung drin. Also, das dürfte für ihn hier gar kein Problem sein. Der ist jetzt schon gewärmt. Okay, Info übers Anschleichen. Verzeihung, Kumpel. Wie funktioniert das? Ulukai, du hast nun eine unserer schwierigsten Prüfungen vor dir. Stell dich in den quadratischen Bereich. Wenn ich bis 3 gezählt habe, musst du versuchen, die Früchte zu holen, die ich auf den Boden lege. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht, Ulukai. Wenn du das Quadrat verlässt, bevor ich bis 3 gezählt habe, zähle ich noch einmal. Sollte ich dich sehen, werde ich es dir sagen. Du musst dann zu mir kommen und wir fangen von vorne an. Na dann mal los. Geh in den quadratischen Bereich und wir werden beginnen. Warte bitte, bis ich gezählt habe. Oh ja. Können wir F5 drücken? Ja, können wir. Aber es passiert nichts. Okay, speichern. Speichern ist dann wohl nicht. Vorhin haben wir rausgefunden, genau, wie man schleichen kann. So, er legt schon Früchte aus. Und jetzt? Ja, wir dürfen nicht gesehen werden. Ich denke. 1, 2, 3. Ich hab dich gesehen, Ulukai. Komm her und sprich mit mir. Oh, nochmal anschleichen? Willst du es nochmal versuchen? Ich vermute, du bist noch immer von deinen Reisen geschwächt. Lass es uns noch einmal versuchen. Sobald ich 3 sage, musst du die Frucht holen. Hm. Oh, hoppla. 1, 2, 3. Knapp. Ah, das schaffen wir noch. Ich hab dich gesehen, Nein. Ulukai. Komm her und sprich mit mir. Och, Menno. Ich weiß schon. Info anschleichen. Willst du es nochmal? Ich vermute, du bist...
Okay, okay, okay. Wir machen das schon. Eins, zwei, drei. Müssen wir? Wir müssen gar nicht schleichen. Wir rennen da einfach so rüber. Nein, deck dich, duck dich. Duck dich. Okay. Da, nimm das, nimm das, nimm das. Nein, zurück. Eine Frucht? Wie ne? Ach so, einfach rüberlaufen. Ja. Du hast uns nicht gesehen. Dreh dich ruhig. Genau. Geschafft. Du hast es geschafft. Ich konnte dich nicht sehen. Ach, gut. Ergebnis? Also, habe ich bestanden. Ja, Ulukai. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass du unsere Prüfungen meistern würdest. Es war mir eine Ehre, dir dabei helfen zu dürfen, wieder in die Gänge zu kommen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch nützliche Kampftechniken von dir lernen können. Dein Vater wäre darüber bestimmt nicht sehr erfreut. Mein Vater will nicht sehen, was um ihn herum geschieht. Er spricht von den alten Monden der Wächter und von der Ehre, die einst mit ihrem Namen verbunden war. Nie sieht er, dass nur noch wenige übrig sind, die so denken wie er. Mach dir keine Sorgen, Jan. Ich habe bisher noch niemals bei einer Mission versagt. Mögen die Jods auf deinen Reisen mit dir sein, Ulukai. Mein Vater wird froh sein zu hören, dass du bereit bist. Danke. Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Du wirst das hier brauchen. Hey, das ist ein EVD. Wo hast du das her? Dieses und viele andere heilige Gegenstände sind überall auf Adelpha verstreut, Ulukai. Als sie gefunden wurden, glaubten viele, es seien Gegenstände der Jods. Dann kann er vielleicht noch was über Sorkrim erzählen? Sag, kannst du mir etwas mehr über deinen Vater erzählen? Er ist ein mächtiger Stammesführer. Und wenn die Dinge in Adelpha anders lägen, wäre er der Herr aller Dolothai-Wächter. Aber so müssen wir uns diesen Mond verstecken oder uns den umkehrenden Flammen von Feran stellen. Er zieht die Leute auf seine Seite, indem er sie verbrennt? Ja, Ulukai. Seltsame Rekrutierungsmethoden. Und wie schlägt dein Vater zurück? Wir kämpfen nie, auch wenn die meisten von uns es gerne würden. Ich glaube langsam, dass das Phantasma meines Vaters schwächer wird. Ich kann seine Predigten von Khazar und Frieden nicht mehr hören. Mehr als alles andere will ich selbst Feran umkehren für all das, was er getan hat. Hey, jetzt beruhige dich erstmal wieder, Jan. Ich bin sicher, dein Vater weiß, was er tut. Das werden wir ja bald sehen. Okay. Dann sind wir jetzt fertig und können hier mit allen sprechen, glaube ich. Du hast nichts mehr. Du hast nichts mehr. Okay. Ich glaube, das Jetpack funktioniert nicht so richtig. Also wir können zwar ein bisschen springen, aber warum laufen wir schon wieder ins kalte Wasser? Ja. Von wegen kalt. Wir mögen das doch. Wir wollen es doch nicht anders. Sieht man doch jetzt. Ja, wir sprechen erstmal mit den anderen Leuten, vor allem jetzt erstmal mit Sorkrim, denn wir haben jetzt mit Jan gesprochen und die Prüfungen bestanden, wie es aussieht. Naja gut, die Schleichübung, die sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen wiederholen oder üben. Moment, du hast gar nichts Neues mehr für uns. Fertig zum Aufbruch, oder? Entschuldigung, Kumpel. Also, wie komme ich von hier weg? Hast du Jans Prüfungen bestanden, Ulukai? Na klar. Er sagt, ich hätte glänzend abgeschnitten. Jetzt sollte ich mich aber auf den Weg machen. Wie du willst, Ulukai. Aber bevor du gehst, möchte ich dich an unsere Vereinbarung erinnern. Du findest die fünf Mons und wir werden versuchen, das zu finden, was du suchst. Das genügt mir fürs Erste. Aber es steht außer Frage, dass ich zuerst meine Mission erfülle, sobald ich diese Sonde finde. Verstanden? So soll es sein, Ulukai. Der Weg zum ersten Mon führt dich nach Shamasar. In die Region hinter dem Daoka in unserem Lager. Dort angekommen, solltest du Shamas Cap aufsuchen. Du findest ihn wahrscheinlich weit westlich des Daokas, durch das du in diese Region eintrittst. Klingt vielversprechend. In den anderen Regionen musst du ebenfalls jeweils einen Shamas aufsuchen. Sie sind die einzigen, die dir bei der Suche nach den Mons behilflich sein können. Also brauche ich mich nur an diese Leute zu wenden? Andere werden versuchen, dir zu helfen, Ulukai. Auch ein Fühler könnte dir behilflich sein. Ich glaube, sie haben das Geheimnis deiner heiligen Gegenstände ergründet. Die Fühler? Ja, sie und alle anderen werden dir helfen.
Ich hoffe nur, du kannst auch auf die Hilfe der Stammesführer zählen. Stammesführer wovon? Der vielen Regionen, in denen Rohstoffe für die Krieger von Feran und Kroax abgebaut werden. Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen, aber sie weigern sich, die Arbeit für Feran einzustellen. Tun sie es denn gerne? Nein, Ulukai. Sie fürchten sich einfach vor seiner Rache. Oder sie sind zu dumm, um zu verstehen, was wir damit bezwecken wollen. Tja, wenn ich die Zeit dafür finde, werde ich mal sehen, was ich da tun kann. Ich weiß, dass du sie zur Vernunft bringen kannst. Du trägst das Symbol des Ulukai. Und alle werden wissen, dass deine Worte von großer Bedeutung sind. Also das bedeutet es. Ich dachte schon, einer eurer Leute hätte mich mit einer Leinwand verwechselt. Sei auf der Hut, Ulukai. Jetzt, da deine Existenz bekannt ist, wurden viele Krieger ausgesandt. Du solltest dich vom Fee-Tempel im Zentrum von Shamazar fernhalten, denn dort gibt es sehr viele von ihnen. Bleib im südlichen Teil von Shamazar. Danke für den Hinweis. Du solltest auch wissen, dass dich die Wächter beobachten werden. Wenn du die Prophezeiung des Ulukai erfüllst, werden wir dir helfen. Aber wenn du es nicht tust, wirst du unseren ganzen Zorn erfahren. Alle Talaner werden über deine Taten informiert sein und dich so behandeln, wie du sie behandelst. Und du solltest nicht vergessen, dass ich die anderen und diese Sonde finden muss. Dann werden wir prima miteinander auskommen. Gut. Ich werde jetzt das Daoka für dich aktivieren. Mögen die Jods mit dir sein, Ulukai. Zugriff auf Notepad erfolgt. Aha. Ja gut. Ob wir einmal rumlaufen sollen und gucken sollen, ob wir hier noch mit jemandem sprechen können? Belzu? Grüßen, hallo. Verzeihung, Kumpel. Hallo. Sei gegrüßt, Ulukai. Ich bin gerade aus Okasankar zurückgekehrt und freue mich zu sehen, dass es dir gut geht. Woher? Aus der Region Okasankar. Ich war dort, weil ich Okar, die Region, in der wir dich gefunden haben, als letzter Wächter verließ. Es war meine Aufgabe, alle Spuren zu beseitigen, die Krieger zu uns führen könnten. Okar? Was kannst du mir über diese Okar-Region erzählen? Das ist die Region, in der wir dich gefunden haben, Ulukai. Khazar hatte prophezeit, dass du in dieser Region ankommen würdest. Und viele Monde lang haben wir uns zwischen den Bäumen versteckt, um Kroaks Kriegern aus dem Weg zu gehen. Wir hatten schon alle Hoffnungen aufgegeben, als wir plötzlich das helle Licht deiner Ankunft erblickten. Und was geschah dann? Du bist in der Nähe einer Gruppe von Kriegern gelandet. Fast hatten sie dich entdeckt, als wir sie angriffen und schließlich vertrieben. Ihr habt sie angegriffen? Nur mit Betäubungsfallen und anderen harmloseren Mitteln. Wir kehren niemals andere Talaner um. Danach wurdest du in Sicherheit gebracht. Nur ich blieb zurück, um unsere Spuren zu beseitigen. Diese Region ist sehr gefährlich und voller Geheimnisse. Was für Geheimnisse? Man erzählt sich, die Ruinen in dieser Region seien Überbleibsel der Altehrwürdigen. Ich habe das immer angezweifelt, bis ich selbst dorthin kam, um deine Ankunft zu erwarten. Während der Monde, die wir uns dort versteckt hielten, sah ich etwas, wovon ich glaubte, dass es ein Daoka war, allerdings ein sehr großes. Im oberen Teil befanden sich Symbole für einen Ort. Solche Symbole habe ich noch niemals zuvor an einem Daoka gesehen. Aber ob meine Vermutung stimmt, werde ich niemals erfahren. Warum nicht? Dieses Daoka war kaputt, wenn es überhaupt ein Daoka war. Meine Begleiter vermuteten, es sei eine Art Monument. Die meisten Talaner glauben nicht an die Geschichten mit den Altehrwürdigen, aber ich finde Gefallen an der Vorstellung, dass sie existiert haben sollen. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Ah, Okasankar. Erzähl mir etwas über dieses Okasankar. In dieser Region gibt es sehr viel Wasser. Die Stadt Cyana wurde um einen Berg herum gebaut, der hoch über das Wasser hinausragt. Viele sagen, in der Region habe es vor zahllosen Monden überwiegend Berge gegeben, aber die Jods seien wütend geworden und hätten sie mit Wasser aufgefüllt, um die Altehrwürdigen von dort zu vertreiben. Die Altehrwürdigen? Es gibt viele Geschichten über sie und sie sind alle verschieden. Seither sind so viele Monde vergangen, dass kein Talaner mehr weiß, ob sie wirklich existiert haben. Was kannst du mir über sie sagen? Der bekanntesten Geschichte nach hat es am Anfang zwei Rassen gegeben. Die Talaner und die Altehrwürdigen. Die Jods haben beide Rassen dabei beobachtet, wie sie ihr Leben auf Adelpha gestalteten. Als die Jods sahen, dass die Altehrwürdigen Adelpha Schaden zufügten, handelten sie schnell, um Adelpha von ihnen zu befreien. In ihrer Wut kehrten sie auch viele Talaner um, aber ein paar, die überlebt hatten, redeten mit den Jods und versprachen ihnen, dass sie Adelpha niemals wieder schaden würden.
Und du glaubst diese Geschichte nicht? Ich weiß nicht, Ulukai. An manchen Monden nicht. Aber dann denke ich über die Daukas und andere Gegenstände nach, von denen kein Talaner weiß, wie sie nach Adelpha gelangt sind. Und ich bin mir nicht mehr so sicher. Zugriff auf Lexikon erfolgt. Mhm. Ja gut, liebe Welt da draußen. Wir sind am Ende der Folge. Und wie immer bei D-Net, das ist nur ein Test, habt ihr die Möglichkeit, durch eure Mitwirkung auf dem Kanal, durch eure Likes, durch eure Kommentare vor allem auch, zu bestimmen, wie das hier dann weitergeht. Oh, das Portal ist an. Wie das weitergeht. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich dermaßen gefreut, schon seit Monaten, Wochen hier auf diesen Titel. Und ich lasse es mir nicht nehmen. Ich werde Dave eine Serie daraus machen. Allerdings habt ihr die Entscheidungskraft, also zu entscheiden, wie oft soll die Serie jetzt kommen. Jeden Tag, da bei uns auf dem Kanal ja jetzt erstmal Andromeda und South Park 2 ein bisschen zurückgetreten sind, da die Zugriffszahlen etwas zurückgegangen sind, kommen die beiden Serien ja nur noch einmal in der Woche. Das kann man ja bei Facebook dann immer nachlesen, wenn sich da irgendwas am Kanal ändert. Und dadurch haben wir jetzt natürlich zwei Plätze frei, zeitlich gesehen. Und ich denke mal, wenn es klappt, möchte ich das ganz gerne so machen, dass wir in der ersten Entscheidungswoche quasi für die D-Net folgen, dass wir also in der ersten Woche jeden Tag eine Folge Outcast bringen und dann vielleicht sogar eine längere, mal sehen, wie ich das hinbekomme mit dem Produzieren. Und danach kommt dann eben auch ein- oder zweimal, je nachdem, wie ihr entscheidet, vielleicht aber auch täglich eine Folge Outcast in den nächsten Wochen. Wir schauen uns die Gebiete hier ganz genau an, wie ihr das gewohnt seid von unserem Kanal. Und ja, damit sind wir am Ende. Wir werden in der nächsten Folge, die heute Abend allerdings noch startet, heute Abend geht die Serie also offiziell dann los. Wir werden in der nächsten Folge mehr von Manfred Lehmann, der Stimme von Bruce Willis, hören. Und ich bedanke mich also an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.